Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spiel der siebten Gaming Late Night, das wir ausnahmsweise mal als erstes Spiel von diesen vier Spielen veröffentlichen werden. Warum steht in den Sternen, aber es ist einfach so. Weil wir famegeil sind und es gerade Klicks gibt. Ja, richtig, richtig, richtig. So, H1Z1, das neue Spiel von Sony Online Entertainment, der DayZ-Klon, gerade erhältlich im Early Access, wird heute gespielt von zum Beispiel Lesor. Hallo. Der Zombie eskaliert davon. Und nicht nur der liebe Lesso ist mit dabei, der hat zwar jetzt die Begrüßung verkackt, das ist aber nicht so schlimm, der liebe Nasrael hat uns nämlich vorgestellt. Und mit dabei ist auch noch der Lord Iron Fist. Jo, ich bin auch noch dabei. Für mich ist das allerdings mal was ganz Neues, weil Survival-Spiele. Ich und Survival-Spiele. Ich weiß nicht. Aber nicht nur du und Survival-Spiele, sondern auch. Der gute Darkmind. Hey, Hallöle. Gute Kurve. Willkommen im Blackberry-Sammelsimulator. Jetzt haben wir aber gerade alle, ne? Ja, ich bin auf dem Straßenlangweg-Simulator. Okay. Wer DayZ oder H1Z1 oder Heinz Science, wie auch immer, nicht kennt, Heinz Ketchup. Wir sind hier in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies und Überlebende. Auf einer gigantischen Karte ist es nicht garantiert, auf wen wir als nächstes treffen und wie er uns gesinnt ist. Ich habe hier gerade eine Hütte gefunden. Das Ziel ist einfach, so lange wie möglich zu überleben, und wenn man nicht mehr überlebt, dann ist man halt tot und spawnt neu. Also, das ist dann sehr dramatisch. Ja, aber wenn ich jetzt sterben würde, wäre es für mich sehr dramatisch, denn ich habe schon eine Brille gesammelt, ja. Und eine Brille ist, glaube ich, gar nicht so häufig. Und ich bin schon dreimal gestorben. Ich höre irgendwas, ich höre irgendwas. Ich bin gestorben und meine Brille ist weg. Ich schaue jetzt einen Zombie. Ist mir egal. Ich höre irgendwas. Oh, ich glaube, ich habe bald wieder eine Orientierung gefunden. Ich bin jetzt bei diesen Bumjig Farms. Okay. Ja, ich laufe die ganze Zeit an einer Straße entlang. Und ich habe nur noch 15 Energie, das heißt, ich lebe wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Irre, ich habe... Boah, Wahnsinn, was ich alles finde. In diesem Haus ist richtig, aber richtig viel. Echt? Ich bin... Irre, geht die Sonne auf. Ich kann die Sonne auf... Ich kann Zombie vermöbeln und mir gleichzeitig die Sonne angucken. Das ist doch schön. Kann man sich eigentlich auch Autos oder sowas bauen hier? Oder geht das nicht? Bauen nicht, aber du kannst welche finden und reparieren. Achso, es gibt also welche, mit denen man fahren kann. Ja, was passiert, wenn ich gegen Strommast boxe? Also ich muss ja zugeben, bei mir ist es so, dass ich die Survival-Spiele eigentlich noch bisher kaum gespielt habe. Das Einzige, was ich bisher wirklich gespielt habe, war Unturned, was wir zusammen gespielt haben, mal in der GLN. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ah, nee, wir hatten noch dieses andere komische Spiel in der GLN, was irgendwie nicht so geil war. Wie hieß das? Nether. Nether, genau, das war nicht so geil, aber... Keine Ahnung. Nicht so sehr gefallen, ne? Genau, ich fand's nicht so geil. Aber das hier finde ich bisher eigentlich ganz interessant. Ich höre irgendwas. Okay, ich weiß jetzt wieder, wo ich bin, und das ist nicht gut. Weil ich weiß, dass ihr da nicht seid. Oh nein, ein Wolf. Ich habe hier eine Straße. Ich wurde gerade schon vom Wolf getötet. Ich bin schon dreimal gestorben. Okay, interessant. Ich bin noch gar nicht gestorben, aber in der Vorbereitung auf diese Aufnahme haben wir schon alle etwas, naja, sagen wir mal, Erfahrung hier gesammelt. Deswegen habe ich auch schon einen Bogen und einen Rucksack und ein Hemd und hast du nicht gesehen. Und bringe den anderen Leuten Wasserflaschen mit, wenn ich sie denn irgendwann mal treffen sollte. Diese Musik ist echt bedrohlich. Ich kriege echt gerade ein bisschen Panik hier. Ich werde irgendwann ein Lied aufnehmen, so ein Highway-Lied, so ein Country-Song, und den werde ich immer spielen, wenn ich irgendwo eine Straße entlang laufe. Highway to Hell, wie wär's damit? Das Nein. ist mir zu anstrengend. Ich höre schon wieder die Wölfe heulen. Das ist der Anti-Country-Song, das Anti-Country-Lied. Weil jeder, der gern Country hört, hat ein kurzes Glied. Oh, es ist zwar wunderschön. Ich wollte jetzt ein bisschen anständig bleiben, aber... Ich wüsste auch gern, wo ihr seid. Darkmind, du bist unglaublich leise gerade. Ja, das stimmt. Echt? Bin ich leise? Oder geht wieder. Da unten ist ganz viel Zeug, da schaue ich gleich mal runter. Okay, ich knutsche mein Mikrofon. Du kannst dich einfach lauter drehen. Meine Energy geht aus, ich muss da unten unbedingt was finden, was mich länger leben lässt. Ich laufe die Straße runter, weil ich sie laufen kann. Weil du läufig bist. Ich bin auf der Route 25 unterwegs. Okay, ja, ich war 14 vorhin, jetzt bin ich hier gerade in irgendeinem komischen Gelände, wo irgendwie eine Mine in der Mitte ist oder so. Drück mal L auf die Mine auf, um zu sehen, was passiert. Nein, also... Ich weiß, wo du ungefähr bist, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich bin bei Sims. Ach, die bedrohliche Musik hört auf, ich fühle mich irgendwie beruhigter. Nein, sie geht. Bedrohliche Musik? Oh, da ist ein Spieler! Nein, nein, geh weg! Nein, Danny X, du hast einen Bogen, lass mich in Frieden! Nun, entschuldigt. Halt nicht, ey. Mich haben sie bisher immer in Ruhe gelassen. Da sind sogar zwei. Vorbeigelaufen. Okay, er macht die Hände hoch. Das heißt noch nix. Naja, aber... Nein, er will dir nur zeigen, dass er Waffen hat. Ja. Guck mal hier und hier! Lauter schöne Waffen! Danny DX. Ich hab ein großes Einkaufszentrum gefunden. Du kommst auf YouTube, wenn du mir was Böses tust, ich sag's dir.
Ja, sag ihm das doch. Wenn man nämlich hier die mittlere Maustaste drückt, dann kann man auch der Umgebung entsprechend sprechen. Und wie wir jetzt bei mir gerade im Bildschirm sehen, heiße ich hier auf diesem Server Der Katze. Der Katze. Aber er ist abgehauen. Danny ist abgehauen, cooler Kerl. Oh oh. Denn das bisherige Problem ist einfach, dass man sich für jeden Server einen neuen Charakter erstellen muss. Verdammt, es gibt verdammt viele Server. Ich habe eine Tactical Flashlight gefunden. Meinst du, es ist gesund, wenn man durch grünen Saft am Boden läuft, neben dem irgendwelche komischen Fässer sind, gelbe Fässer mit so einem schwarzen Zeichen drauf? Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was sehr ungesund ist, wenn fünf Typen mit Shotguns hinter dir herrennen. Ah, hier werden Dirty Deeds. Das sind fünf Typen mit Shotguns auf dem Server? Ja, und alle sind hinter mir. Sehr schön. Dirty Deeds werden hier disponiert übrigens. Ich habe All-Purpose-Guggles gefunden. Oh mein Gott, hier ist alles voller Atommüll, wo die ich gerade bin. Oh, ja, ich weiß, wo das ist. Spontan würde ich sagen, dass deine Behauptung, die Brillen sind selten, total der Scheiß war. Aber die Brillen sehen zumindest cool aus. Als ich das letzte Mal gespielt habe, gab es keine einzige Brille zu finden für mich. War schon lange. Ich habe einfach. Ich habe jetzt aber auch All-Purpose-Guggles gefunden. Das ist meine dritte. Ich gehe auf zwei Leben. Wo kriegt man denn Energy, sonst sterbe ich gleich? Energy kriegst du auch, wenn du Bären isst. Ah. Also, ich hab ein First Aid Kit. Oh, man kann sich richtig hinsetzen. Ich gehe jetzt erstmal durch die auf Bandages nicht, oder? Die Bandages heilen nur deine Lebensenergie. Energy ist Essen, okay. Energy ist Essen. Ja, und die Schwarzbären, die man hier so unterwegs finden kann, also Bären mit Doppel-E, ja, schon klar. Mit A-Umlaut. Ja, die Schwarzbären habe ich leider schon öfters Weißbären gefunden. Gibt. So, die vierte gefunden. Ich bin bei Zims. Ich habe null Energie, ich verhungere gerade. Zims. Also wenn deine Energy oder deine Hydration auf null ist, dann nimmst du dann konstant halt an Lebensenergie ab. Oh, da oben ist ein Spieler. Du bist nicht sofort tot. Ah, ich habe Blackberries gefunden. Diese Büsche, das sind Blackberries. Ah, sehr schön. Ja, ja, ja. Dann essen wir die doch gleich mal. Drück mal F. Oh, die bringen gerade mal... Was passiert dann? Ich habe einen Wurzstick. Ach, hier sind ja keine Ahnung, wo Zims ist. Ach, hier sind ja überall Bären. Ach, das ist gut. Die sind zwar bringen zwar nicht viel, aber zumindest sind es viele. Ach so, und damit müsste ich das kenne ich wieder ein bisschen was zurückholen können. Das war aber schon ewig so. Was kann ich mit dem Wurzstick machen? Ach, ewig. Wir spielen schon so lange. Mit dem was? Mit dem Wurzstick? Ja, ich habe einen Wurzstick. Oh, ein Stockhack. Pack ich auch. Mal ein Wurzstick, also kein Branch, sondern ein Wurzstick und ein Stück Kleidung in das Discovery-Menü. Ich habe auch keinen Branch. Nee, kein Branch. Ein Wurzstick. Wurzstick und Kleidung. Ich bin nicht alleine, hier ist irgendjemand. Das ist normal. Nö. Wenn ihr das nicht egal, macht, solltet ihr einen sogenannten Makeshift Bow bekommen. Also. Korrekt. Ins Crafting. Nee, ins Discovery hast du gemeint. Ah ja. Entschuldigung, ja. Genau. Und dann die Wurzsticks auch noch gleich selbst. Davon ist ein Bär. Den greife ich nicht mit meinem Bogen an. Okay, hat doch bei uns beiden. Ja, als wir zu zweit waren, hat es gerade so geklappt, weil wir auf einem amerikanischen Server waren, auf dem der Bär sich totgeleckt hat. Also, zumindest war er danach dann sauber. Das letzte Mal wurden wir total kaputt geschlagen. Man kann hier noch gewonnen haben, als wir gegen die Horde gekämpft haben. Ja, das war aber auch unfair. War gar nicht unfair, die waren einfach viel besser als wir. Die hatten hier im Laufen präzise einen Headshot gegeben. Hä? Ich habe mich schon zum 20. Mal innerhalb von 10 Minuten verlaufen. Das ist auf mich schießt ein Typ mit dem Bogen, das finde ich uncool. Das Problem ist, ich bin mitten in der Pampa gespawnt. Bis ich die anderen finde, werden noch Jahre vergehen. Warum schießt er auf mich? Ich hab gar nichts. Ach, einen Branch habe ich gefunden. Ich habe gar keinen Stick wahrscheinlich gefunden. Wahrscheinlich deswegen, weil du dich nicht gegen ihn wehren kannst. Manche sind hier halt so ein bisschen, die halten das, dieses Überlebensspiel für einen FPS-Shooter. Ja, dann lass mich jetzt ein töten, FPS-Shooter damit ich irgendwo spawnen kann. Ja, so wie Lesser zum Beispiel. Ich halte das nicht dafür. Ich bin jetzt bewaffnet. Ich habe ein Holz. Ich erklären wollte, wie ich einen Bogen crafte. Was will der von mir? Ich meine, ich soll auf den Boden gehen. Na, kannst du ruhig nochmal erzählen. Also ich muss mal gucken, ich glaube, das hatte ich sogar mit Shadowplay aufgenommen. YOLO-Fotze nennt er sich. Das ist schön, was man für nette Leute man hier trifft, ja. Diese Leute... Ich finde das Spiel kacke. Was? Wieso habe ich eine... Achso, egal. Da sind vier Typen schon mit Kanone und die reiben jetzt ihre Eier auf mich. Das ist schön. Du hast aber auch gerade einfach nur Spawn-Pech, sag ich dir. Das heißt aber nicht, dass das Spiel kacke ist. Eben. Ich bin jetzt schon zum vierten Mal gestorben und habe noch nichts gemacht. Das ist echt total witzig. Ich glaube, das liegt einfach nur an den Essenern, die sind so. Ja, das ist nur, weil wir gerade auf dem Server Essen EU. Können wir nicht? Ich glaube, Essener sind generell so. Ich hatte ein paar Stöcker gesammelt. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwas tun. Ist witzig. Ja, kannst du auch. Nein. Alle Gegner, denen ich begegnet sind bisher, haben mich nicht versucht umzubringen, sondern waren alle freundlich zu mir. Also, du ziehst das irgendwie an.
Nee, mich haben jetzt auch mittlerweile 15 Typen oder so versucht umzubringen. Okay. Ich konnte noch nicht mal weglaufen. Ich sah wahrscheinlich so erbärmlich aus mit meinem ganzen Zeug, was ich nicht hab. Ich sammle jetzt ganz viele Holzstöcke ein. Also ein kleiner Tipp, mit Shift kannst du rennen. Das ist mir völlig egal, ich find's kacke. Einfluss ist wieder an dem Punkt. Aber mit Shift kannst du schneller rennen und das kacke finden. Einfluss ist wieder an dem Punkt angelangt, wo er nur noch meckert. Ja, ich bin selber schon so weit. Ich bin so motiviert. 16 Blackberries habe ich jetzt schon. Gibt es die einfach nicht miteinander verbunden sind? Ich habe es nämlich schon so oft gehabt, dass ich in dieser Waldgegend gespawnt bin und einfach zu keiner verfickten Straße gefunden habe. Nein, nein, das ist verbunden. Ah, pass auf. Erstmal, das Waldgebiet am Anfang, bei den ersten paar Patches war das verbuggt. Achso, und jetzt ist es verbuggt, nee, jetzt oder was? Jetzt kannst du da halt zu einer Straße finden, aber für gewöhnlich ist der Spawn so, dass du Minimum 30 Minuten brauchst, wenn du straight durchläufst, um die Straße zu sehen. Ich will mich aber nicht umbringen. Ich habe so den Ort kenn Sachen ich, dabei. Ich auch noch. Die Blackberries sind aber echt super hier. Also da die kriegst du echt auch cool. Ich habe jede Menge davon dabei. Ja, ich habe auch schon ewig viele eingesammelt. Also ich bin jetzt auch wieder von meinen 0 Energie, bin jetzt schon wieder auf 52, 54 Lebensenergie. Man kann ja nicht mal mehr Suizid begehen, das Spiel ist kacke. Na gut, ich kann mich immer noch mit Bären anlegen. Das ist ungefähr gleichbedeutend. Also jeden, den ich gesehen habe ich ihn niedergestreckt schon mal. Sehr beruhigend. Außer den einen, der mich halt getötet hat. Ah ja. Und alles, was ich bisher gefunden habe, sind 17 Shotgun-Shells. Und ich habe in dem Scheißspiel noch nie eine Shotgun gesehen. Also in meinen Händen. Doch, doch, ich schon. Die hatte ich dann am Kopf. Warte, mit den Worten, I know you, you fucker. Ja, Lesso hat sich wieder Freunde gemacht, ich sehe schon. Also wir sagen sie nach Hi. Hi. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oh. Wenn, ja, ich oh. Meint, du sagst aber auch nicht so wie Lesser zu den Leuten Hi. Lohnt sich es echt, die Zombies umzukloppen? Ich sehe nämlich gerade einen. Ja. Ja. Hemingway Drugstop. Erstmal, macht es Spaß? Okay, dann mache ich das jetzt. Hoffe und ich. Zweitens, lassen sie oft genug tolle Sachen fallen. Na gut, ich habe einen Holzstock. Ich habe schon 5 Stück getötet, sie haben nichts gebracht. Wir kloppen ihn jetzt mit dem Holzstock um. Sag mal, du musst das wissen. Ich muss einen Killing Spree hingelegt. Toten oder so. Dann würde ich halt öfter mal von denen gefunden von dir. Ja, und geh doch mal drauf, du Mist. Ich als Lesos Freund mich in seine Gegenwart begeben habe, wurde ich natürlich gleich mit ihm genatzt. Ja, das hat damit nichts zu tun, ohne Witz. Die hatten sowieso Bock, uns umzubringen. Hä? Kann man die irgendwie looten? Nee, die wollten sich doch an dir rächen. Nein, Mann, du hattest einfach einen Rucksack. Und weil ich dich retten wollte, ich Idiot, hast du mich mit umgelegt. Wurde die gute Tat gleich bestraft. Kann man die Zombies irgendwie looten oder so? Du wolltest mich retten, du bist voll abgehauen. Ich hab einen Bogen. Hey, gar nicht wahr. Als ich gemerkt habe, dass du angegriffen bist. Mann, mein Zombie ist verschwunden. Gibt es sowas wie Kopfschuss? Doof. Yep. Ja. Kopfschuss mit dem Bogen macht sofort Ende Gelände. Ich hab Hasen gefunden. Ich hab einen Woodchuck gefunden. Borstenkaninchen. Ich glaub, hier ich läuft was einer gefunden, rum, was selbst oh, ausgebaut ist. Nächster Zombie. Jetzt mal würde ich auch was bekommen. Sein, dass wir uns gleich begegnen. Ich laufe nämlich gerade in dieses Wald. Also ich weiß wenigstens, wo ich was bin. Wie komme ich jetzt wieder zu euch rüber? Also ich bin jetzt von einer Seite zur anderen gekommen. Oh, ich blute. Du bist doch nicht gestorben. Stacheldraht? Zombie. Das ist Ende der Map. Ja, Stacheldraht kann man auch craften. Oder das ist halt das. Wer stellt hier denn Stacheldraht hin? Ist das ein Glücksschlag? Ich hab mal die. Finde ich euch. Wenn du okay, eine kann man nicht gemeinsam siehst, spawnen. Kannst du das hinstellen und dann hast du natürlich ein bisschen mehr Zeit, um sie zu töten. Ah, okay, ja. Passt auf, Kinder, bevor das jetzt hier noch länger dauert, werde ich mich jetzt einfach umbringen, indem ich mir ein gefährliches Tier suche und es angreife. Ein Reh. Am Ende gewinnt er noch. Ja. Das Tier heißt Mensch. So. Oder mich. Ich bin jetzt an so einem See. Wisst ihr, wo das ist? Also es gibt mehrere Seen. Es gibt den Hello, guys, please kill me. What? Du musst aufpassen. Bis auf meinen deutschen Server, die verstehen das nicht. Die sprechen auch alle Englisch. Hey, ihr Deppen, legt mich um, verdammt. Ich hab eine Axt gefunden. Du musst aufpassen, wenn du den Voice-Chat benutzt. Oh nee, ich weiß, was besonders gut funktioniert. Bonjour, mesdames. Also. Nein, hör auf, nicht in Essen, mach das nicht in Essen, Mann. Alter, ich hab eine Axt gefunden. Warum hab ich eine Axt gefunden? Weil du in Essen Französisch kannst, ne? Die ist hingerichtet. Oh, ich hab einen Woodstick gefunden. Wie kann man jetzt Dings craften? Ein Woodstick. Also Iron du packst in das Discovery ein Woodstick und ein Stückchen Kleidung rein und dann kannst du den Bogen machen. Ein Woodstick und kann ein Stück Kleidung. Gehen? Ja. Und bringt wenn du das in Discovery nur ein Woodstick reinpackst, kannst du daraus auch noch Pfeile machen. Ich hab aber nur einen Woodstick. Ah, jetzt hab ich den Bogen gelernt. Das Rezept. Sehr gut. Also, aber das Rezept für Vereine kannst du ja trotzdem lernen. Ja. Wenn er noch einen Woodstick hat, ja. Stimmt.
Das kann ich ja trotzdem einfach rüberschieben bei Discovery. Genau. Ich bin an einem See. Ich habe Blackberries gefunden. Ah. Ja, und ich bin an einem See. Ich bin auch an einem See. Du Wolf, du. Siehst du irgendwas Landmark-mäßiges? Ich sehe Stromtrassen. Und der Wolf ist tot. Brücken. Ich sehe zwei große Brücken. Ich meine, sich einfach so töten zu lassen, ist ja langweilig. Ah, jetzt habe ich mir einen Bogen gebaut. Ich habe einen Bär gefunden. Ich würde jetzt auch gerne irgendjemanden töten. Boah, Katze, hör auf an der Tür zu kratzen. Ich würde euch gerne finden. Ab. Ach, hier gibt's ganz viele Bogen. Ganz viele Woodsticks. Oh, das ist geil. Ich habe hier so einen Wald gefunden, wo es ganz alles voller Woodsticks ist. So hier kleine Bäumchen so. Die sind echt top. Tatsache, Suizid funktioniert nicht. Bitter. Ich habe dich nicht angelogen, als ich gesagt habe. Ich habe Blackberries und ein Bench. Was kann ich mir machen? Aber ich habe mir gedacht, vielleicht seid ihr ein bisschen zu blöd dafür. Hätte ja sein können. Bench. Ist halt richtig zu schreiben. Ach, Katze, hör auf an der Tür zu kratzen, bitte. Was ist ein Bench schon wieder? Eine Bank. Blackberries sind ja total cool, die füllen ja beides auf. Ja. Hä? Ja. Und die sind auch richtig lange Zeit das Einzige, was du zu essen findest. Wow. So, du Zombie. Mann gegen Mann gegen Zombie. Nein, wie benutze ich den Bogen? Hast du einen Pfeil? Ja. Du musst den Pfeil erstmal nachladen. Und hier steht, Rechtsklick oder R. Einmal links. Rechtsklick und links am besten. Du solltest nicht mit der Waffe in der Hand rumrennen. Mit Rechtsklick ziehst du dann? Ich hab den Zombie, erschossen. Nee, es ging darum, den Zombie zu killen, aber den Zombie habe ich erwischt. Sehr gut. Doch, generell solltest du schon mit einer Waffe rumlaufen. Weil? Gewöhnlich. Also, entweder hast du Glück und da sind dann Leute, die halt da Respekt vor haben, oder du hast halt Pech und du hast immer da eine bessere Waffe als du. Also, soll man seine Waffe zeigen? Zeigen, was man hat. Es liegt sich, wenn du eine Pistole hast, ja. Dann haben sie alle Angst. Wenn du einen Bogen hast, nicht zwingend, dann endest du halt so wie ich. Und wenn ich so eine Axt hab, dann schießen sie auch erst recht auf dich. Wie viel tun das, das gefilterte Wasser, wie viel tun das wieder auffüllen? Dann ja. 50, glaube ich. 50, ach, die 50, genau. Die rechts daneben, die stehen auch für das, was sie machen. Nein, das ist ja Gewicht. Okay. Ah, ja. 50 füllt es auf. Ne? Ich höre einen Airdrop. Ich denke eher so 10 oder 20. Wie lege ich denn nun einen Pfeil drauf? Ah, okay. Rechtsklick oder so? Ich hab's. Gut. Ey, Leute, hört ihr den Airdrop? Nee. Ich hab grad irgendwas ich hab grad so eine Flamme gemacht, glaube ich. Also ich spiele das Spiel auf Ultra, ne? Sieht echt nicht so geil aus, aber es ist okay. Ja, die Texturen kommen ja noch alle. Das sind ja alles nur Platzhalter hier. Ne. Da darf man sich auch in den Kommentaren jetzt noch nicht beschweren. Ich höre auch was darf man. Also bringt aber nichts. Oh, da kommen die Zombies. Da kommt schon wieder ein Zombie. Ihr könnt euch gerne so viel beschweren, wie ihr wollt, aber nur bei Nase. Was? Ich bin im Skyrim-Fieber. Dann erzähle ich das euren lieben Müttern. Und der von Leso. Der ganz besonders. Oh, ich hab Wasser. Und die gefunden. Lacht dann auf Kroatisch, sag ich euch. Gib meinen Pfeil wieder. Lacht man auf Kroatisch. Wenn nicht so gut wird. Also ich weiß, wie Albaner lachen, aber Kroatisch. Jetzt geh doch kaputt, du blöder Zombie. Nein, du musst wissen, wenn wir Kroaten lachen, hört sich das halt so an. Machst du auch nicht so einen Kroatenhocke? Ein Schlund der Hölle. Ah. Ich hab eine leere Flasche Weisheit Wasser des Tages. Gefunden. Was bringt mir das? Übrigens, Kinder, leere Flasche Wasser kannst du auffüllen. Bei Regen oder an einem wo kann ich irgendwie den Pfeil aufladen oder so? Gar nicht. Ja, ich verblute schon wieder. Mit rechter Maustaste kannst du anlegen. Wenn ich weiß nicht, ob der mehr Schaden macht. Meine ich. Ja, ein Airdrop. Sag ja aber. Du hörst einen? Ja. Ich auch. Sehe aber auch. Keinen. Ich sehe den auch. Ich bin irgendwo, wo so ein. Lass mich raten, das ist eine Straße. Woher wusstest du das? Mit den F-Tasten könnt ihr übrigens sozusagen Emoticons machen. Ne? Oh, so sieht meine Sonnenbrille sieht ja cool aus. Oh, da sind Leute. Leute sind nie gut, das ist immer gefährlich. Ich verblute gerade, okay. Das ist auch ein bisschen doof. Ich habe auch einen Airdrop. Boah, Katze, du regst mich. Ich wollte den Wolf treffen, sorry, geh mal aus dem Weg. Müsste jetzt gerade jemand den Airdrop? Ja, ich höre ihn. Ja? Ja, das müsste man ihn nur noch sehen, da müsste ich mal, wo wir hinlaufen können. Also, ungefähr. Du kannst ihn ja orten. Vom Geräusch her. Ja. Boah, die Katze. Ja, unsere Katze regt mich gerade so auf. Sie tut ungefähr 5 Minuten an der Tür kratzen. Dann lass ich sie rein und nach einer Minute will sie wieder raus. Ich sehe aber trotzdem nur Wolken. Ja. Ich sehe eine Straße. Ich laufe mal in die Richtung des Geräusches. Der Airdrop ist übrigens der Grund, warum sich viele Leute jetzt schon im Vorhinein über H1Z1 aufregen, weil das ein Event ist, das man mit Echtgeld kaufen kann. Und in diesem Airdrop sind halt Ausrüstungsgegenstände drin. Durchaus auch gute, also Waffen und so etwas.
Die Wahrscheinlichkeit, dass da Waffen drin sind, sind aber richtig runtergestuft worden. Ich habe keine Ahnung, ich spiele das gerade zum ersten Mal. Trotzdem sind da gute Sachen drin. Und so ein Airdrop kostet 5 Euro. Ich suche meine Leute eh selbst. Ja, mach doch. Und, ja, und der wird halt im, ich glaube, 750 Meter Umkreis um den rufenden Spieler herum fallen gelassen. Das Ganze ist aber langsam und lockt viele Zombies an und vor allen Dingen auch viele Spieler. Wenn du den Airdrop öffnest, spawnen 7 Zombies da. Direkt. Genau, das kommt noch dazu. Ich würde behaupten, das fällt nicht unter Pay-to-Win, auch wenn es eine ziemlich bescheuerte Art und Weise ist, sein Geld auszugeben. Ja, das, ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass Shotguns zum Beispiel nur noch eine 10%ige Chance haben, in dem Paket drin zu sein. Ja, genau. Ich muss schon wieder die Katze raus. Dafür ist die Chance, dass du einen Bogen ziehst, erhöht worden. Vor allen Dingen, dass du Holzplanken ziehst. Yay. Die ist jetzt drastisch erhöht worden. Das heißt, du hast halt wahrscheinlich in jedem Park hast du Holzplanken. Die findet man ja nicht in jedem Laden in dem Spiel, wenn man irgendeine Kiste zerschlägt. Ne, ist nicht so. Ach, Katze. In den Kisten können auch Tierfallen drin sein. Ich habe gerade Leute gerettet. Fleisch bringt. Das ist nett von dir. Wie das? Warum? Weil ich einen Hund getötet habe. Das war aber keine Ahnung, Wolf. Warum nicht? Sie haben mich nicht angegriffen. Noch mehr. Ja, hier gibt's überall Wasser. Netzein zahlt sich bei sowas auch echt aus. Nein. Also ganz ehrlich, übrigens, in Essen müssen nicht unbedingt, also auf Essen hier, müssen nicht unbedingt Deutsche sein. Das ist genauso wie im echten Essen. Da können auch ganz viele Leute sein, die einfach kein Deutsch sprechen. Ja, Kroaten zum Beispiel, ne? Findest du lustig, ne? Ja, ja. Kannst du Kroatisch? Nee, es ist ja aber ein EU-Server. Doch, klar. Das ist ein EU-Server. Aber warum sollte jemand auf einen Server gehen von einer Stadt, die er nicht mal kennt? Oder? Weil es, glaube ich, nur deutsche Namen gibt, oder? Ach so, echt? Nee, es gibt auch Paris und... Ja, so eben Lissabon und, Pflicht. Lissabon und sowas habe ich ja auch schon alles gelesen, also... Wolf, tu es! Tu es, du Wolf! Ja, tu es schon! Aus den deutschen Städten sind halt eindeutig mehr Namen vorhanden als aus ausländischen Städten. Ist es vielleicht, ja, warum auch immer. Und da hat der Wolf mich umgelegt. Soll das hier Deutschland darstellen gut, oder stellen aus. Oder was? Ja, ich meine, wer kennt die gute alte Greenhorn Road in Deutschland? Ich verstehe zum Fick überhaupt nicht, was es tun soll. Das ist Spieler. Das ist eigentlich die Greenhorn Allee. Wie weiß, wo ihr seid? Ich komme nur nicht hin, ich verlaufe mich andauernd. Moment mal, frag sie mal, ob sie Blueberry oder sowas so einen Ort suchen. Blackberry. Ob sie gerade gegen Wolf gekämpft haben. Blackberry. Weiß nicht, aber frag mal, ob sie gerade vom Wolf angegriffen wurden oder vom Hund. Hey. Ja, nicht viel für euch. Oh, ich bin... Oh, geil! Hey, sorry, warte, ich verstehe dich gerade. Ja, ich bin in der Zivilisation gespawnt. Gratulation. Und ich laufe erstmal weg. Und tot. Das ist nochmal der Hund. Nochmal, was? Erstmal wieder ein bisschen Lebensenergie holen mit den guten Blackberries. Und dann hier ein bisschen weiter erforschen. Nee. Alter, hier ist alles voller Blackberries. Doch, ich höre dich, aber ich höre dich halt voll beschissen, weil ich noch im TS bin. Das ist natürlich doof. Du lebst doch noch. Laser findet neue Freunde. Das Problem ist, vertraut Zombies nicht, wenn sie umgefallen sind. Im Liegen hauen sie dann einmal zu. Aber ich hau mal ab, ne, für den Namen hoch. So freundlich. Oh, ich sehe einen schnellen Zombie, das ist Mist. Ja, der Typ hatte auch einen Bogen. Also überlebt. Hat halt schon auf mich gezielt. Lege ich mich nicht mit an. Also, ich die Bögen mit dem Kopfschuss ist man selber auch tot. Oder? Haben wir auch nicht mal. Naja, gut, dann hast du doch auch nur aus Holz irgendwie und Kleidern gerade gebastelt. Eigentlich nur logisch. Und wenn ich ihn selber bastel, hat er natürlich eine schlechtere Reichweite. Vorne ist ein Zombie. Ich geh jetzt wieder auf Zombiejagd. Ich bin auch wieder komplett ab jeder Zivilisation. Irgendwo in irgendwelchen Feldern. Ich bin halt in der Zivilisation. Ich bin einfach in der richtigen Stadt. Und ich höre noch immer diesen fickten Erdloch. Ich nicht. Echt? Nee, der war es weg mittlerweile. Nee. Der ist schon lange weg bei mir auch. Na komm, ach her, so, Zombie. Achso, die Rezepte behält man ja hier. Ha, stimmt ja. Ja. Dann ist der wahrscheinlich bei mir in der Nähe.